haben jetzt ja eine fünfwöchige Vorbereitung gehabt und da haben wir natürlich an sehr vielen Details geschraubt. Was jetzt in der letzten Woche noch so dran kam, war eben unser Spiel gegen den Ball, dass wir ganz kompakt und aggressiv in der Enge des Raums agieren. Das war ganz, ganz wichtig, jetzt auch in den Vorbereitungsspielen vom letzten Wochenende zu sehen. Ja, also alle Neuzugänge sind voll im Team integriert, bringen ihre Leistung. Der ein oder andere muss natürlich noch einen Schritt Richtung zweite Bundesliga gehen, aber sie sind völlig integriert und haben sich dann auch wirklich leistungsmäßig so eingefunden, wie ich mir das vorgestellt habe. Feld fahren, sind wir nicht der Favorit. Wenn wir zu Hause gegen Nürnberg spielen, sind wir nicht der Favorit. Und das ist eine Position, in der wir uns gerne wiederfinden. Und letztendlich gilt es dann darum, all unsere Tugenden, nämlich mannschaftliche Geschlossenheit, mit totaler Mentalität an den Tag zu legen und, wie ich es gerade schon gesagt habe, in der Enge des Raumes dann auch entsprechend aggressiv gegen den Ball zu arbeiten. Also Bielefeld ist natürlich eine Mannschaft, die letztes Jahr bis zum letzten Spieltag um den Abstieg gekämpft hat. Das wollen die Bielefelder, denke ich, sicherlich heuer vermeiden, dass es noch so lange geht, dass sie um den Abstieg kämpfen. Sie haben ein tolles Stadion, haben höchstwahrscheinlich an die 20.000 Fans hinter sich. Insofern wird es eine Herausforderung für uns. Das, was ich erwarte, ist auch eine geschlossene Bielefelder Mannschaft, die kompakt stehen wird und eben auch aggressiv in den engen Räumen agiert. Also das, was ich erwarte, ist ein Abnutzungskampf, wo wir das Momentum auf unsere Seite ziehen müssen und in den Situationen, in denen wir die Chancen haben, dass wir da eiskalt zuschlagen.